Servus meine Freunde, alles klar bei euch? Toll, dass ihr wieder bei einem neuen Video eingeschaltet habt bei Jay und Aria. Nee. Ey, was geht ab, Leute? Das ist Jay und das ist Aria. Zusammen sind wir Legendary Films. Du kommst in einer neuen Folge von Belgique. Wie viele von euch wissen dürften, werden für einen Film meistens mehr Szenen gedreht, als sie dann letztendlich in der Endkinofassung zu sehen sind. Oft werden nämlich bei der Finalisierung eines Films einfach Szenen rausgeschnitten, wenn der Regisseur oder die Produktion findet, dass sie nicht so passend sind. Cut it. Manchmal sind das aber eigentlich auch ziemlich freshe Szenen, die den Film eigentlich voll aufpeppen würden. Und wie ihr euch schon denken konntet, stellen wir euch ein paar dieser Deleted Scenes vor. Hast du Deleted Scene 1 gerade gesagt? Nee, du hast Deleted Scene ohne S am Ende. Deleted Scene. Ja, weil ich das deutsche, englische Plural benutzt habe. Szenen. Wir haben es ja bestimmt schon oft erwähnt, dass diese bestimmte Bodycup-Filmreihe zu unseren Favoriten gehört. Es geht um Rush Hour. Lee! Kalle! Und die nächste entfernte Szene ist aus Rush Hour 3 und ist sogar ein alternatives Ende zu dem Film, also Spoiler-Alarm. Zusammengefasst geht es ja generell bei Rush Hour wie bei allen anderen Bodycop-Filmen um zwei Cops, die nicht unterschiedlicher in ihren Persönlichkeiten sein könnten und gezwungen sind zusammenzuarbeiten, um ein Verbrechen zu lösen. Mit der Zeit lernen sie sich aber besser kennen, lernen auch voneinander und werden schließlich zu einem unzertrennlichen Team. Gerade bei diesem Film, es ist ein Meisterwerk und es ist mega lustig. Ich liebe Rush Hour. Nach einem Attentat auf den chinesischen Council Han führt die Spur im dritten Teil Chief Inspector Lee und Detective Carter nach Paris, um dort den Drahtzieher des Attentats und den mysteriösen Shi Shen zu finden. Bei den Ermittlungen treffen Lee und Carter jedoch auf sowohl den französischen Geheimdienst als auch auf Triadenmitglieder, von denen sie beiden gejagt werden. Außerdem treffen die beiden auf die schöne Genevieve, die das Shi Shen bei sich trägt, da, wie sich herausstellt, Shi Shen keine Person, sondern eine Liste mit den 13 Triadenanführern ist und auf Genevieves Hinterkopf tätowiert wurde. Schließlich findet dann der finale Show auf dem Eiffelturm statt, den Lee und Carter natürlich gewinnen. So, und jetzt kommt's. Wer Teil 1 und 2 gesehen hat, der wird wissen, dass die beiden nicht nur sehr viel zusammen erlebt haben, sondern dass diese Filme immer damit enden, dass sie am Flughafen sind und sich entscheiden, zusammen in den Urlaub zu fliegen. Doch der dritte Teil endet einfach mit einer Tanzeinlage, direkt nachdem sie ihr Abenteuer beendet haben, was auf jeden Fall auch ziemlich lustig war, aber es war halt nicht wie sonst. Mit dem alternativen Ende hätte der Film jedoch wieder am Flughafen und im Flugzeug geendet. Hier ist es nämlich so, dass Lee und Carter sich zwar verabschieden, Lee aber dann vorschlägt, ob die beiden nicht vielleicht auch auf die Fiji-Inseln zusammen fliegen könnten. Thought you was going home. Why going home? Why not quick go to Fiji? Fiji. Und jetzt kommt die Überraschung. Genevieve und Isabella, die man aus dem zweiten Rush Hour Teil kennt, steigen beide aus dem Flugzeug aus und steigen dann zusammen mit Lee und Carter ein. Let's eat. Oh yeah. Das Coole an der Szene ist halt, dass Rosalind Sanchez hier wieder als Isabella auftritt, die ja im zweiten Rush Hour Teil die Love Interest von Lee gewesen ist. Es wurde zwar im Verlauf von Rush Hour 3 mal erwähnt, dass Carter sie versehentlich angeschossen hätte und dass sie deswegen nicht mehr mit Lee zusammen sei, aber hier hätte man sie halt nochmal gesehen und den Beweis gehabt, dass Inspector Lee nochmal ein bisschen Mushu abbekommt. Oh yeah. The Mushu? He's getting cold. Übertrieben freshes alternatives Ende. Es kann meiner Meinung nach sowieso nicht genug Szenen von Rush Hour geben. Rush Hour 4. Wo bleibst du? Wir brauchen dich in unserem Leben, jetzt sofort. Bitte. Danke. Zu Beginn des Filmes Rapunzel neu verföhnt erfahren wir, wie Rapunzel zu ihrem magischen Haar und in den geheimen Turm gelangt. Eines Tages fiel ein Tropfen Sonnenschein vom Himmel herab, welcher eine wunderschöne goldene und magische Blume wachsen ließ. Jahre später und nicht weit entfernt waren Rapunzels Eltern, das beliebte Königspaar, in Sorge. Die hochschwangere Königin war schwer krank und es stand nicht gut um sie und um die ungeborene Rapunzel. Um sie zu heilen, suchten der König und seine Gefolgschaft nach der magischen goldenen Blume, welche nun von einer gemeinen alten Frau geheim gehalten wird, damit sie sie nutzen kann, um ihre Jugend zurückzuerlangen. Sie schaffen es, die Blume in die Hände zu bekommen und benutzen diese als Medizin, um die schwerkranke Königin wieder gesund zu machen. Die Magie hat gewirkt, doch nicht nur das. Rapunzel wird mit magischen goldenen Haaren geboren. Da die alte Frau die Blume braucht, um jung zu bleiben, sucht sie Rapunzel auf und nimmt sie mit in ihr entlegenes Versteck, da die Magie jetzt in ihr steckt. Ich muss zugeben, dass ich das Opening leicht merkwürdig fand, vor allem die Tatsache, dass die alle nach einem Mirakel suchen, von dem sie eigentlich gar nichts wissen. Doch vom Opening existiert auch eine andere Version, in der das Ganze ein bisschen anders, aber vor allem verständlicher und logischer erzählt wird. Hier geht das etwas schneller zur Sache. Es wird klar und deutlich erzählt, dass der König von der magischen Blume weiß und sie von der alten Frau auf ihrem eigenen Grundstück versteckt gehalten wird. Das macht auf jeden Fall schon viel mehr Sinn, als die Blume irgendwo mitten im Wald, wo jeder vorbeikommen kann, unter einem schlecht getarnten Korb versteckt zu halten. Ich meine, diese Blume ist von größter Wichtigkeit für sie und alles, was ihr einfällt, ist einfach nur so einen Korb draufzulegen? Was Besseres hat sie nicht vor? Ein weiterer großer Unterschied zwischen den zwei Versionen ist das klassische Buch-Vorlese-Intro, welches nur zu gerne in Märchen- und Legendengeschichten benutzt wird. Obwohl Kritiker erfreut über die Innovation und Abwechslung des Openings waren, muss ich sagen, dass ich die alternative Version irgendwo besser finde. Sie ist schlüssiger, flüssiger und alles in einem genüsslicher. Wäre sie natürlich so cool animiert wie die tatsächliche Version. Besser
hin oder her, ich hätte auch ziemlich gerne eine Animation der alternativen Eröffnung gesehen. Der neueste Marvel-Film Doctor Strange, den ich ganz nebenbei bemerkt ziemlich nice finde, hat ja einige deleted scenes. Warum ich euch aber ausgerechnet diese besagte Szene vorstellen will, ist, weil sie meiner Meinung nach für den Charakter Stephen Strange von großer Bedeutung wäre. Und ich fasse euch mal eben kurz ein paar Punkte zusammen, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. In diesem Film spielt ja Benedict Cumberbatch einen hoch anerkannten und sehr arroganten Arzt für Neurochirurgie. Und das lässt er extrem stark raushängen, da er genau weiß, dass er wirklich gut ist in dem, was er tut. Nach einem dramatischen Autounfall erleidet er aber sehr schwere Verletzungen an seinen Händen, sodass er seine Karriere nicht mehr fortführen kann. 11 Stahlnägel, um deine Knochen zu fixieren. Multiple Bänderabrisse. Schwere Nervenverletzungen in beiden Händen. Das macht ihn zusätzlich noch verzweifelt, sauer und verbittert und macht es den Leuten nicht gerade leichter, ihn zu mögen. Nach 7 Eingriffen und mehreren Stunden Krankengymnastik sucht er weiterhin nach einem Heilmittel und erfährt dann von einem Arzthelfer Folgendes. Hatten Sie schon mal jemanden mit einer so schweren Verletzung, der das hier gemacht hat und wieder ganz gesund geworden ist? Hier erfährt er von einem Patienten, der nach einer Querschnittslähmung wieder gehen konnte und natürlich glaubt er es nicht sofort und will die Akte des Patienten einsehen. Die muss ich erstmal rauskramen aus unserem Archiv. Aber wenn es beweist, dass Sie ein arroganter Sack sind, mache ich's gern. Selbst die Beziehung zu seiner guten Freundin Christine Palmer macht er sich kaputt, indem er trotzig auf ihre Hilfe reagiert und einfach nur ein super Booty Hole ist. Und da Stephen Strange nichts mehr zu verlieren hat, begibt er sich auf die Suche, bis er schließlich in Kathmandu, Nepal durch die Stadt läuft und von Meister Morodo entdeckt wird. Huh! Mega lange Zusammenfassung. Aber das musste sein, damit ihr jetzt versteht, worüber ich rede, denn genau jetzt setzt die deleted scene ein. Aus dem Film kennen wir es ja so, dass genau an dieser Stelle 3 Diebe Strange aufhalten und seine Uhr haben wollen. Doch in Wirklichkeit gab es unmittelbar davor eine Szene, die rausgeschnitten wurde. Diese zeigt, wie Strange einen Hund trifft, dessen Foto verletzt ist. Aus Mitleid hilft er dem Hund, indem er ihm eine Stützschiene aus dem herumliegenden Holz baut. Danach gibt er dem Hund noch die Pfote und geht. Hey. Come here. Hey. Oh, look at you. All right, don't be afraid. There you go. Oh, yeah. Shaking my hand now. Wait till you get the bill. How's your insurance, huh? Und genau in dem Moment kommen dann auch die Diebe und es geht so weiter, wie wir es in dem Film kennen. Das war zwar jetzt keine übertrieben herausragende Szene, aber ich muss dennoch sagen, dass ich sie ziemlich wichtig finde, weil sie uns zeigt, dass Strange zu diesem Zeitpunkt im Film doch nicht ein ganz so großes Arschloch ist, wie wir ihn immer und immer und immer wieder kennengelernt haben. Und auch wenn die Szene natürlich sehr kitschig ist, ich meine gerade, weil ein Hund vorkommt und man sowieso süße Hunde immer... naja, süß findet. Aber es hätte die Sympathie zu dem Helden gestärkt und das Bild, was wir von Strange zu diesem Zeitpunkt des Filmes haben, in ein ganz anderes gerückt. Aber naja, wurde halt rausgeschnitten. Irgendwie strange. Falls ihr jetzt noch krasse alternative Enden aus Superheldenfilmen sehen wollt, wie zum Beispiel eine, in der Peter Parker einfach seinen totgeglaubten Vater trifft, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf... Und ansonsten würde ich jetzt sagen, auf und davon. Nein! Hot to reason.